Ich habe gerade im Augenwinkel Kai auf mich zurennen sehen. Anscheinend will sie sich bedanken, dass ihr Kind zurück ist. Ihres, unsers und Crony Science. Hör mal, ich habe eine neue Meldung über die Skyrnien Nein? bekommen. Ein paar größere Biester haben sich gerade ganz in der Nähe der Bastion gewandelt. Wenn wir schnell sind, dann kriegen wir sie, bevor sie wieder verschwinden. Danke, dass du Dex gefunden hast. Er behauptet, er hätte einen Mann getroffen, der sich als Vadek vorgestellt hat. Wenn dein Vater wirklich noch lebt, dann hat er ihn auch gesehen. Ich weiß nicht. Dex lügt nicht, jedenfalls nicht bei einer solchen Sache. Und das weißt du auch. In Ordnung. Jagen wir deine Skyaniden vor der Bastion. Ich hoffe, du weißt genau, wo sie zu finden sind. Das wird nicht einfach. Sie wechseln ziemlich oft den Standort. Am besten, wir gehen sofort los. Ich glaube, wir haben Glück. Da sind sie. Gut. Dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Okay, also auch wenn du ja schon mal gebissen worden bist. Naja, lass dich einfach nicht nochmal erwischen, okay? Selber. Das sind keine kleinen Viecher. Die haben Raptoren getötet. Mein Kopf! Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Neben der Ding. Anstrengend. Okay, ich sehe, warum das overpowered sein kann. Gerade noch ausgewichen. Ja, gut, dass wir mal auch wirklich ins Schwert reingesteckt haben. Okay. Wir gehen wieder auf Kaya. Was haben wir da? Ah, Kaya tankt wieder. Uff, Doppelschaden. Au. Vielleicht ein bisschen was gemacht. Außerdem, wer hätte sich sonst als Vadek ausgeben sollen? Würde das irgendeinen Sinn ergeben, wenn es nicht wirklich Vadek war? Also, dann los. Und dann eine Antwort, Jax. Ich gehe gerade von Rivia. Bogen ist schwächer geworden, ich sehe es genau. Ich dachte, ich bin weit genug weg. Oh nein, hör auf darum zu glitschen. Gerade noch. Das Ding rennt weg, dann gehen wir auf das da. Musst du nicht. Gerade noch so ausgewichen. Hätte doch noch eins, das ja. Es hat uns einfach mal ignorieren gegangen und hat etwas anderes. Rennst du weg? Deswegen sind die so gefährlich.
Soll die Schurken mitrichten. Denkt Kai auch. Ich hasse diese Biester. Ich finde sie auch nicht besonders toll. Egal. Ich sollte mir den Ort, wo sie gewandelt wurden, trotzdem mal genauer ansehen. Bring mich dorthin, damit ich meine Arbeit aufnehmen kann. Erst wird das Ding gelootet. Schon wieder was hoch. Ist noch immer das Gleiche. Einen Moment, ich versuch's. Few meditations later. Wenn was zum Looten in der Nähe ist. Würde ich dir nur zuschauen. Ja, sind eigen. Was für eine Meditationspose. Ist immer so entspannend. Unglaublich. Es ist sehr alarmierend. Wir dürfen diese, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, Seuche auf keinen Fall unterschätzen. Was hast du herausgefunden? Die Inkubationszeit ist verdammt kurz. Eins dieser Biester ist in etwa 3 Stunden nach seiner Infektion zu einem Skyaniden mutiert. Und zwar ziemlich genau an dieser Stelle, wo wir die Viecher gefunden haben. Wovon hängt das ab? Von der Größe der Kreatur? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht. Aber was ist der ausschlaggebende Faktor für all das? Schwer zu sagen. Es ist aber auf keinen Fall ein simples Kriterium, das auf den Metabolismus oder die Konstitution des Infizierten geschoben werden kann. Nehmen wir an, dass sich die meisten Lebewesen auf diesem Planeten an den von mir analysierten Wesen orientieren, dann... Was dann? Dann wäre der gesamte Planet innerhalb weniger Tage komplett gewandelt, wenn diese Seuche erst einmal richtig ausgebrochen ist. Vielleicht sollte man die Scheiße einfach geschehen lassen, dann ist endlich Ruhe. Hör auf damit! So etwas darfst du noch nicht einmal denken. Ich kann dir leider noch nicht mehr sagen, ich werde es aber versuchen. Ich wäre an einem besonders großen Exemplar interessiert. Mal sehen, ob meine Späher ein solches finden. Danke für deine Hilfe. Ich melde mich bei dir, sobald ich mehr weiß. Es ist einfach zu gut, dass ich da Nein sagen kann. Die muss man auswählen. Ah ja, sie ist wirklich direkt bei unserer Hütte. Wer hat sonst noch was? Ah ja, war doch nicht die Einzige. Du? Will was lernen? Mal schauen. Ich will... Oh je, da ist noch nichts dabei, was ich will. Was will ich? Anders suchen halt. Ist der da? Da ist die. Hör auf, Leute zu versteinern. Uli, was zu sagen? Du bist sehr schnell groß geworden. Das habe ich schon oft gehört. Doch empfinde ich das gar nicht so. Vor ein paar Jahren warst du noch ein Baby und heute? Sieh dich an, was aus dir geworden ist. Und was wäre das? Ein scharfsinniger und hochintelligent. Dir entgeht nichts und du hast ein... Ist das etwa... Danke, Kaya. Geht's dir gut? Ja, ja, geht schon. Der Krieg gegen die Fremden scheint unvermeidbar... Ich hör dir zu. Jetpack-Tisch. Jetzt kann ich da noch weitermachen. Das habe ich keine Lust. Da habe ich nichts mehr. Okay. Ich schätze, wir sind in Passus 3 jetzt. Was ist geschehen? Ist deinem Sohn was passiert? Nein, er ist wohl auf, aber er hat versucht, in den Former in Tabar zu kommen. Wirklich? Hm. Wie kommt ein so kleiner Wicht so weit in den Westen? Er muss Hilfe von einem Erwachsenen gehabt haben. Dex behauptet, er hätte meinen Vater gesehen. War Dex, dieser ehemalige Halbkommander, er ist wieder da? Ich weiß es nicht. Ein Mann seines Formates könnte unsere Sache ein großes Stück voranbringen. Hm.
Ich sag's ja nur. Das heißt also, die Skyans beherrschen die relative Unsterblichkeit. Man kann sie töten, jedoch sterben sie keines natürlichen Todes durch Altersschwäche oder Krankheit. Dann sind sie der Urheber des blauen und dunklen Elix. So weit würde ich noch nicht gehen. Die Elix-Derivate könnten auch ein rein natürliches Phänomen sein. Ich gebe dir gleich ein natürliches Phänomen. Streng mal deinen Schädel an, oder willst du, dass ich in dir einschlage? Halte das Tier in dir im Zaum. Wenn es erst einmal ausbricht, gibt es kein Zurück mehr. Um dir wirklich mehr Antworten geben zu können, müssen wir noch mehr über die Skyans und ihre Kreaturen herausfinden. Wir sind ziemlich nah dran, aber wir brauchen noch eine Weile, bis meine Forschungen abgeschlossen sind. Solange müssen wir aufpassen, dass uns die Skyans nicht schon vorzeitig vernichten. Wie steht es jetzt um deine Infektionsforschung? Gut, dass du fragst. Ich habe nun genug Wissen über das dunkle Elix gesammelt, um zu wissen, dass so etwas wie eine Heilung nicht existiert. Was? Eine einmal einsetzende Wandlung lässt sich nur noch verzögern. Ganz los wirst du das nicht mehr. Oh, du Drecksack, ich hätte dich töten sollen. Warte. Dass du die dunklen Elix-Erreger in dir trägst, heißt nicht, dass du auch zwangsläufig eine Skyaniden-Kreatur werden musst. Es ist nicht nur eine Frage der Willensstärke, wann die Wandlung einsetzt. Es kann sie vermutlich sogar gänzlich zum Stillstand bringen. Ach ja? Dann ist ja alles in Butter. Doch. Und das sage ich dir gleich. Es wird nicht jedem gelingen, die Wandlung aufzuhalten. Wie überraschend. Nur die geistig stärksten Menschen können diese Resistenz erlernen. Du wirst also sofort mit deinem Geisttraining beginnen, damit du auch noch eine Chance hast, dich gegen die Wandlung zu wehren. Deine Infektion ist schließlich schon eine ziemlich lange Zeit aktiv. Wie sieht dieses spezielle Geisttraining für mich aus? Ich habe deiner kleinen Drohne schon die nötigen Trainingsprotokolle eingespeist. Du musst bei ihr in regelmäßigen Abständen vorstellig werden und dein Training absolvieren. So. Und was ist, wenn nicht? Lass nur, ich kann es mir schon denken. Gut, dass das geklärt ist. Man kann die Menschen vor einer derartigen Seuche niemals sicher schützen. So wie es im Moment aussieht, jedenfalls nicht. Komm schon, das ist doch nicht alles. Was soll ich sagen? Besser ist es, wenn sich nicht noch jemand von uns infiziert, bis wir vielleicht... Na was? Mehr kann ich dir im Moment nicht sagen. Die Skyans sind hochentwickelt. Ich kann Jahrzehnte der Forschung nicht von heute auf morgen... Wie auch immer... Wir müssen sie aufhalten, sonst haben wir bald alle einen lila Teint. Also konzentrieren wir uns erst einmal wieder auf den Kampf gegen den Feind. Ich werde natürlich weiter nach neuen Erkenntnissen forschen. Auf deine ganz spezielle Art und Weise scheinst du die Skyans trotz allem zu bewundern. Ich bin Wissenschaftler. Die Skyans sind uns um viele Menschenleben, Forschung und empirische Feldstudien voraus. Sie haben einfach für viele Probleme schon längst Lösungen erarbeitet, an denen wir uns hier auf Magalan noch lange die Zähne ausbeißen werden. Wie auch immer, ich werde noch einige Experimente durchführen, bis ich ein Heilmittel für dich herstellen kann. Dann beeil dich damit. Geduld ist jetzt die härteste Währung. Wenn ich einen Fehler mache, töte ich dich unter Umständen nur, anstatt dir zu helfen. Naja, muss mir ja nicht gefallen. Ich sehe. Oh, alles klar. Geht's dir gut? Ach, halt die Klappe. Ups.
Denk immer daran, es ist deine Willensstärke, die uns alle retten kann. Also bewahr sie dir und bleib standhaft. Yep. Das gehört standhaft bleiben. Nee, standhaft bleiben. Standhaft bleiben. Okay, ja. Okay. Was zu Kroni soll ich? Und nach dem Bute verschwenden. Oh. Where's my boy? Sie rennen auf mich zu, wenn ich was tun muss. Oder Nasty? Auch nicht. Smyra. Fox. Was Crony. Was? Nochmal mit ihm unterhalten. Denk immer da. Dawkins. Er ist Dawkins. Oh, stimmt, da unten habe ich ja noch was zu tun. Aber zuerst, wo ist Crony? Hier ist Crony. Dawkins hat dir ein spezielles Programm eingespeist, das meinen Geist trainieren soll? Positiv. Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Lass uns mit meinem speziellen Geisttraining beginnen. Ja, Commander. Starte Trainingsprotokoll. Hole her Training und haut ab. Okay, danke. Und du glaubst, das hilft gegen meine gelegentlichen Aussätze? Positiv. Allerdings wird eine Wiederholung dieses Protokolls bei Bedarf empfohlen. In Ordnung. Wir werden ja sehen, wie lange es hält. Stand by. Verdammt. Ach, komm, Kaya, wir gehen uns aber Morkons grillen. Wie gefällt's dir? Das gefällt dir sicher dort. Ist ja ein Riesenfan meiner. Ach ja, war nur ein fliegendes Ding. Kein Mensch. Schnellen Weg rein. Hui! Warum ist da was Rotes gewesen gerade? Hey, der Typ. Ich werde ihn wahrscheinlich hier umbringen. Du willst einen offenen Krieg gegen die anderen Gilden führen? Warum nicht? Das Einzige, was uns noch davon abhält, ist unsere eigene Streitkraft. Also werden wir unser Ziel nur erreichen, wenn wir einen Schritt nach dem anderen machen. Eine Großoffensive wäre zum jetzigen Zeitpunkt wenig effektiv. Aber wenn wir Geduld beweisen, die neuen Spieler im Kampf um Magalan werden ihren Beitrag leisten. Sollen die fremden Eindringlinge erst einmal ordentlich wüten, wir erledigen dann den Rest. Taktik eigentlich. Wir müssen unsere Kräfte bündeln und sie gegen die Skyans einsetzen. Skyans? Du redest von den fremden Eindringlingen? Warum sollten wir Morkons uns gegen sie wehren? Je mehr Schaden sie bei den anderen Gilden anrichten, umso näher werden wir unserem Ziel kommen. Die Vernichtung der gesamten Menschheit ist damit unausweichlich. Du scheinst noch nicht begriffen zu haben, worum es bei unserer göttlichen Mission wirklich geht. Ich habe schon begriffen. Nur will mir das Ding mit der Zerstörung nicht zurechtgefallen. Dann änderst du besser schnell deine Meinung. Zerstöre die Ketzer zur absoluten Unkenntlichkeit. Bringe ihnen den Krieg der Erkenntnis. Bestrafe sie und dann erlöse sie von ihrem Leid. Töte sie. Verbrenne sie zur Asche. Darin liegt die einzige Weisheit eines jeden Morkons. Die eine Spezies durch eine andere zu ersetzen, scheint mir nicht der Weg zu sein, wie die göttliche Mission der Morkons gelingen wird. Die Skyans vernichten zwar die gesamte Menschheit, doch sie werden sich anschließend selbst in Magalan einnisten.
Ich sehe den Punkt. Doch wie würde die Alternative aussehen? Sollen wir Morkons uns aufreiben in einem Krieg, um die Menschheit zu schützen, zu deren Vernichtung wir verpflichtet sind? Die Skyans werden noch lange weiter existieren, auch wenn wir alle dann schon nicht mehr da sind. Du Großmaul! Dann sag mir doch mal, wie du die Skyans daran hindern willst, diesen Planeten zu erobern und ihn zu besiedeln. Eine neue Macht erhebt sich in Caracas. Sie wird den Kampf gegen die Skyans aufnehmen. Woher weißt du das? Ich bin mit ihnen in Kontakt. Sie brauchen allerdings Unterstützung. Ohne die Hilfe der anderen Gemeinschaften werden sie scheitern. Tatsächlich. Das sind ja große Ambitionen und klingt für mich auch wenig überzeugend. Reden wir etwa von den Berserkern? Diese ewig gestrigen Weltverbesserer und Bewahrer der Schöpfung? Die wahrscheinlich größten Ketzer Magalans. Ausgerottet gehören sie. Nein, es sind nicht die Berserker. Diese neue Gemeinschaft ist eine gänzlich neue Formation und hat gerade ihre Tätigkeit aufgenommen. Wer sind sie? Wie viele sind sie? Wo ist das Hauptquartier? Und was genau haben sie vor? Das werde ich dir alles mitteilen, sobald wir ein Abkommen getroffen haben, dass wir uns nicht gegenseitig in den Rücken fallen. Bevor ich das ernst nehme, sollen sie erst einmal unter Beweis stellen, dass sie es mit einer Brigade der Skyans aufnehmen können. Mich erreichte die Nachricht, dass die Skyans gerade in diesem Moment begonnen haben, mit Teilen ihrer Truppen auszurücken. Genau in diesem Moment kommen sie her. Und das sind gar nicht wenige. Das wird ein harter Fight. Und greifen die Grotte an. Was für ein Timing. Fette Streitmacht. Sie besetzen strategische Punkte überall in Magalan. Sie wollen offenbar diese merkwürdigen Infinite-Skies-Wahrzeichen der alten Welt für ihre Zwecke einsetzen. Was auch immer sie dort veranstalten, wenn diese neue Macht die Skyans-Truppen vernichten kann, dann, aber auch nur dann, werden wir weitere Dinge in dieser Sache besprechen. In Ordnung. Dann gehe ich davon aus, dass du so lange die Füße stillhalten wirst, bis die Sache erledigt ist. Na gut, aber viel Zeit wird Ihnen nicht bleiben. Es wird darauf ankommen, wie schnell diese neue Macht, von der du da sprichst, ihre wahre Effektivität unter Beweis stellt. Effektivität? Wer weiß. Mein Stichwort. Das wird ein fetter Fight. Bereit, Kaya? Wahre Effektivität zu zeigen. Ich bräuchte fast einen Schlachtplan da. Den Unhold reinlocken. Tief reinlocken für eine gute Schlachtidee. Raptoren. Ah, die fighten ja schon auf allen Seiten mit irgendwelchen Viechern, wie es ausschaut. Raptoren werden nicht den großen Schaden machen, aber locken wir ihn mal rein. Schon kleiner. Oh, Kaya, nein, der ist doch auf unserer Seite jetzt. Okay, dann machen wir jetzt halt down. Dann machen wir Plan B, Frontalangriff. Das sind Elex. Das ist Elex, du. So, jetzt. Oh! Kaya? Taktischer Rückzug. Bleib.
Hätte Mufa drei Hetzer gehabt. Okay, okay. So. Du bleibst hier stehen. Ich bringe dieses fette Ding, was es war. Was war es? Ein Bergtroll. Ein Bergtroll bringe ich zu den Ketzern. Und dann haben wir eine fette Ketzerparty. Komm schon. Du den Ketzern mit dir. Ist Ketzer oder Hetzer? Bergtroll setzt Rockbro ein. Nicht sehr effektiv. Ah, machen wir es andersrum. Bringen wir die Viecher zu ihm. Hey Jungs, ich hab da was für euch. Hier entlang. Ah, er hat mich getroffen. Nichts. Funktioniert beim Plan B nicht. Die wirkliche Abstand gibt's ja nicht. Schon mit, mitkommen, mitkommen. Ja, jetzt sind wir doch richtig hier. Mit Moni habe ich nämlich nicht, dass ich die alle ausschalte. Auf mich zu schießen, Mann. Ah, gute Arbeit. Hopp, aber er trifft mich trotzdem. Okay, Pooping. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Uffuhu. Mal schauen, wie weit der Bergtroll ist. Weiter dann scheint noch. Mhm. Ah. Ah, der macht gute Arbeit. Dich öfter einstellen. Einfach mal in meine Richtung. Vielleicht voll auf den Bagetzer wieder erledigt. Ui. Eine Mission wieder. Okay, da ja. Du darfst helfen. Gratulation. Gut, gut, gut. Bin froh, dass ich erst zu spät hierher gekommen bin. Der Fight hier ist fett. Just fett. Ich bin schon fett. So viele hat er nicht ausgeschaltet. Mit dir zu mir.
Ah, ich hab leider vergessen, die kann ich ja jetzt mitnehmen. Hier wieder einen anderen Fighter drin. Hey, Mann. Zurück dich. Der macht mich weg. Der macht mich weg. Mitkommen. Mitkommen. Ah, ich hab Musik ist aus. Ewig langer Fight, wie es ausschaut. Okay. Ja, ich weiß. Viele Gegner. Viele Gegner hier. Nein. Auf mich anschießen zu wollen, ich darf nicht da rumfliegen bei denen. Doch, das Ding doch weg. Aufhören, bei denen rumzufliegen. Sollte ich Dex nicht doch besser ins Vorbringen, anstatt ihn bei Dawkins zu lassen? Ich meine, er war einmal unser aller Erzfeind. Der alte Mann macht mir keine Angst. Sieh dir an, was er tut. Er scheint den Menschen tatsächlich helfen zu wollen. Und das Vor ist momentan nicht sicher. Anschläge und sonstige Unruhen waren in letzter Zeit keine Seltenheit. Ich fühle mich besser, wenn der Kleine unter unserer Kontrolle bleibt. So nah wie wirklich an Crony. Ab, wir haben die fette Beute. Das haben wir alle geholt. Naja, wird gleich mal Chat tanken können. Ja, das ist eine fette Runde hier. Naja, sie hat fertig getankt, wie es ausschaut. Nein, auf, nein, ich wollte nicht fliegen, ich schwör. Auf, nicht mit deiner... Ach, Mist. Ja, schießt noch immer mit seiner Waffe rum. Den doch weg, okay. Das war gleich. Gerade noch ausgewichen. Boah, ich brauche Upgrades. Meine Waffen sind schon zu schwach. Übler Fight hier. Übelst. Back it up. Back it up. Oh.
weich. Wieder getroffen mit seinem Kick. Und mit seinem Schlag. Er rollt den Berg runter. Recht für dich. Ab, ich bin geflogen. Okay, er stirbt sowieso. Durch Elektrizität. Er hat sich auch einen Kampf geholt hier. Das Ding doch weg. Die Skyans manipulieren Gerätschaften unserer alten Welt. Wer weiß, was sie damit anstellen, wenn wir sie nicht daran hindern. Loot? Ist ein Loot hier? Nein, schaut schlecht aus. Nur Schlafsack. Eine Runde schlafen und wieder zurück zu dem Typen. Die Rüstung schaut ja bequem aus. Okay. Geht schon. Okay. Ah, mein Kopf. Ja, wir wissen es. Diese Scheißinfektion. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Ich mach's, wenn ich Crony finde. Die Truppen der Skyans an den Infinite Skies Wahrzeichen der alten Welt sind erledigt. Wirklich? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und dafür ist eine ominöse neue Macht verantwortlich. Mehr oder weniger. Ich habe mich mal umgehört. Sie haben sich in der alten Bastion hier in Karakis niedergelassen und nennen sich die sechste Macht, nicht wahr? Wie vermessen. Ein erbärmlicher Haufen von Spinnern, die dort ums Überleben kämpfen. Nicht sehr beeindruckend, wenn du mich fragst. Keine Ahnung, wie sie die Skyant-Truppen überwältigen konnten. Ich vermute, du bist daran beteiligt gewesen, oder? Der Einzelne ist unwichtig. Ha, das habe ich mir doch gedacht. Na gut. Du willst, dass ich einem zeitlich begrenzten Nicht-Angriffspakt mit deinen Leuten in der Bastion zustimme? Das wäre in unser aller Interesse. Euer Glück ist, dass wir Morkons nicht an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen können. Außerdem müssen wir nach den kürzlichen Aktionen wieder unsere Kräfte sammeln. Das wird eine Weile dauern. Solange solltest du mit deinen Leuten in der Bastion einige Dinge regeln, damit es nicht zu einer vorzeitigen Eskalation kommt. Was sind deine Bedingungen für einen Nicht-Angriffspakt mit der sechsten Macht? Ich will, dass du bei den Leuten in der Bastion das Zepter in die Hand nimmst. Ich traue dir zwar nicht, aber ich kann dich nach den kürzlichen Ereignissen besser einschätzen als die anderen Anführer der umliegenden Gemeinschaften. Ist das alles? Du wirst mir über die Vorkommnisse der sechsten Macht Bericht erstatten. Aber ich warne dich. Ich habe gute Informanten. Offensichtlich. Ich will, dass du mit offenen Karten spielst. Ansonsten vergessen wir die Sache gleich wieder und ich setze deine kleine Bande ganz oben auf meine Liste. War das deutlich? Also, raus mit der Sprache. Wie sieht es bei euch da oben aus? Okay, hier mein Bericht über die anstehenden Aktionen der sechsten Macht. Ich bin ganz Ohr. Die sechste Macht ist eine sehr ambitionierte Truppe. Jedoch ist sie noch lange nicht so weit, den Skyans die Stirn zu bieten. Darum muss ich immer wieder bei ihnen nach dem Rechten sehen, vor allem bei denen, die sie leiten.
Des Weiteren bleibt noch der Nicht-Angriffspakt mit den Morkons. Wir können nicht riskieren, dass du uns in den Rücken fällst. So, so. Sehr interessant. Nur weiter so. Ich erwarte in Kürze deinen nächsten Bericht. Ich werde das natürlich erst von meinen Laufburschen prüfen lassen, bevor ich mich zu einer Vereinbarung mit euch hinreißen lasse. Okay, hier mein Bericht über die anstehenden Aktionen der Sechsten Macht. Ich bin ganz Ohr. Die Sechste Macht ist eine sehr ambitionierte Truppe. Darum muss ich immer wieder bei ihnen nach... Des Weiteren bleibt noch der Nicht-Angriff... Gut. Jo, ist da jemand, der mir was beibringen kann? Oh, ich kenne mich da noch immer nicht aus. So kompliziert hier. Hier sind die Schmiede. Hey! Ja. Episode vorbei. Peace out.